Servus zum Wochenrückblick Nummer 21. Es ist schon eine ziemlich lange Zeit her, damit ich das letzte Mal einen Wochenrückblick gebracht habe. Ich will gerade schauen, aber geht ziemlich weit runter. Ja, ist eine ordentliche Zeit her. Warum will ich jetzt sagen, warum kam der Wochenrückblick nicht mehr? Warum kam World of Tanks jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr? Warum kam das letzte das von der EM, das Finale, meine Meinung dazu nicht mehr. Dazu jetzt einfach hier mal und was in den letzten Wochen so passiert ist und was es dann kommt. Beginnen wir mit dem Wochenrückblick, oder das kann ich ja eigentlich alles zusammenfassen. World of Tanks, der Wochenrückblick und das Finale, das Video zum Finale von der EM kam nicht, da ich sehr viel jetzt mit der Schule beschäftigt war. Wir haben in den letzten Wochen jetzt sehr viel geschrieben für die Schule, sehr viele Schulaufgaben, haben einiges am Lernen dran und war eigentlich froh, dass ich überhaupt noch Unravel aufnehmen konnte und damit ich das noch täglich online bringen konnte, was mir eigentlich wichtiger war als jetzt die anderen drei Formate auf meinem Kanal. Ich wollte eigentlich einfach mein tägliches Format, wo täglich kommt, immer noch täglich rausbringen, anstatt jetzt das einzuschlafen lassen oder komplett pausieren zu lassen und dafür halt dann nur das Montags- oder Sonntagsformat zu bringen, und da wäre mir eigentlich für das tägliche wichtiger. Es wird aber auf jeden Fall das Finale noch einmal, es wird noch ein Video geben, wo ich ein bisschen Revue passieren lasse zu dem Finale und zur EM allgemein. So ein kleines zusammengefasstes Video. Ich muss schauen, wann ich es aufnehmen werde. Ich werde vermutlich direkt schon mal einen Aufnahmetag starten. Ebenso World of Tanks werde ich jetzt auch wieder aufnehmen und starten. Ich kann es nicht versprechen, damit es morgen am Montag kommt, also am 1. August. Ich muss jetzt gerade schon mal aufs Datum schauen, weil ich es gerade Samstag früh aufnehme. Ich kann es nicht versprechen, damit da schon wieder World of Tanks kommt, aber eine Woche später auf jeden Fall wieder. Wahrscheinlich die ersten zwei Folgen ohne Gast. Tut mir leid, ich werde mir da jetzt noch keinen Gast suchen. Ich will jetzt erstmal das aufnehmen und erst schon wieder reinkommen, ist doch eine Weile her. Und mit Gast, da muss ich ehrlich sein, da bin ich ein bisschen abgelenkt immer. Und bitte verzeiht es mir, oder auch die, wo ich dann fragen würde, ob sie mitspielen würden, damit die in den ersten zwei Folgen jetzt ohne Gast kommen, dann wieder mit Gast. Es hat mir schon Spaß gemacht, zu zweit zu fahren bei World of Tanks. Vielleicht finde ich noch einen dritten. Ich habe mal da jemand angeschrieben. Und mal rausgekuscht, ist auch schon seit einer Ewigkeit her und ich habe mich einfach nicht gemeldet. Ja, die Schule ist etwas zeitanspruchsvoll. Ja, anspruchsvoll, zeitintensiv, sag mal so. Nee, aber ich versuche auf jeden Fall das alles wieder zu bringen. Und dann, was war noch? Ich habe ja am Revel-Video, glaube ich, gesagt, da waren wir das. Oder auch schon viele Videos davor. Damit ich in Tirol war, am 22. Juli, glaube ich, war es, genau, das Wochenende da, war ich mit in Tirol. Da war in Kühtai der Xletics-Lauf. Ich konnte leider Gottes nicht mitlaufen, auch wenn es mich richtig gebietzelt hat. Immer noch verletzungsbedingt, wo jetzt leider Gottes wieder ein bisschen schlimmer geworden ist. Und ja, ich war damit unterwegs und habe auch ein bisschen was gefilmt, habe auch Bildmaterial von anderen bekommen und werde da wahrscheinlich jetzt dann auch noch ein Video zu machen zu meinem kleinen Trip nach Tirol, was ich so ein bisschen gefilmt habe. Ich habe auch eine kleine Roomtour gemacht, mal schauen, ob das was geworden ist, und ein bisschen was erzählen, was wir da erlebt haben, wie es war und so weiter, und da werdet ihr mich auch zum ersten Mal sehen. Vielleicht gibt es dann sogar noch ein kleines Video von hier, so ein kleines Revue werde ich wahrscheinlich hier dann aufnehmen noch. Also werde ich nicht vor dem Mikrofon hier sitzen, sondern vor meiner Kamera danach. Aber lasst euch überraschen, es wird, ich wollte es eigentlich diese Woche schon raushauen, aber das hat sie jetzt irgendwie auch nicht mehr ergeben. Und werde dann das nächste Woche irgendwann schneiden und dafür aufnehmen. So zwei Wochen später wird es dann wahrscheinlich kommen. Genau. Danach habe ich mir noch, nachdem ja das mit meinen ganzen Formaten so super hinhaut, noch ein paar Formate überlegt, welche ich starten könnte. Mal schauen, was, wie es wird. Nachdem jetzt Ferien sind, sechs Wochen lang, habe ich doch ein wenig Zeit aufzunehmen und zu produzieren und ein bisschen rumzuprobieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand von euch Lust hätte oder eine Idee hätte, was für ein Spiel ich spielen könnte. Mit euch zusammen vor allem, weil ich möchte ein bisschen euch mit einbinden
in meine Let's Plays, die Community mit einbinden hier. Ich bin wirklich offen von Battlefield über World of Tanks, FIFA, The Division, was habe ich noch auf dem PC, wo man zu zweit spielen kann. FIFA statt World of Warcraft, also auch so ein kleiner Shooter. Gerne von mir aus auch Worms. Worms heißt es, glaube ich. Genau, egal. Wenn ihr mit mir spielen wollt, gerne einfach unten reinschreiben. Ich spiele gerne mit euch. Wir können auch gemeinsam Minecraft spielen. Das wäre auch mal wieder lustig. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Ob das so hinhaut, ist die Frage. Nee, gerne einfach mich anschreiben. Ich rufe das gerne in diesem Video aus. Wenn ihr Lust habt, mit mir mal was zusammen zu spielen, wo ich dann auch aufnehmen werde, oder aufnehmen könnte, oder dürfte mit euch, und es auch veröffentlichen dürfte, natürlich nur, wenn ihr es erlaubt, würde ich es gerne machen. Ich würde gerne euch ein bisschen besser kennenlernen. Ich rufe jetzt einfach hier mal auf eine kleine Vorstellungsrunde. Das werde ich vielleicht dann auch nochmal von mir genommen machen. Mal schauen. Nee. Ja, was war denn da? Also, wir haben jetzt Unravel ist jetzt sehr aufgekommen. Inzwischen bin ich schon dabei, Folge 720 hochzuladen. Also sind doch schon ziemlich weit fortgeschritten. In der Zeit ist relativ wenig mit Wochenrückblick passiert und alles andere. Also da ist, ja gut, ja, so bei 10 maximal waren wir beim Wochenrückblick und dann kam eigentlich nur eine Unravel. Aber ja, es macht mir immer noch viel Spaß und ich hoffe, es macht euch auch Spaß, mir zuzusehen. Ja, auf dem Kanal, jetzt, ja, bis auf Kanal, irgendwie habe ich keinen so guten Faden zur Zeit. Naja, ich habe inzwischen schon 242 Videos hochgeladen, was ich erstaunlich finde für mich. Also das ist schon eine Zahl, also normal bleibe ich nicht so lang bei was. Also gut, es macht mir auch Spaß, das zu produzieren, zu schneiden, Videos zu schneiden, macht irgendwie wirklich ziemlich viel Spaß. Ich komme jetzt immer mehr rein. Naja, mal schauen. Und worauf ich auch sehr, sehr stolz auf euch bin, weil ich kann da wenig machen, sind schon 541 Aufrufe von meinem Kanal. Das ist, ich fahre jedes Mal, wenn ich da wirklich zähle, damit es einmal eins mehr anwächst. Also, finde ich toll. Vielen, vielen Dank an euch auf jeden Fall raus. Ihr unterstützt mich hier, damit ich das weitermache. Ohne euch würde es wahrscheinlich den Kanal schon gar nicht mal geben, weil ich sehe, es rufen welche meinen Kanal auf. Es sind immer noch 5 Abonnenten da, es werden nicht weniger, also es steht nicht die 0 da. Das heißt, damit es doch einigermaßen ankommt. Wie gut, ist die Frage. Aber anscheinend kommt es an und es freut mich und ich mache da gerne jetzt auch weiter. Ja, was kommt jetzt denn noch so alles? Ja, nachdem jetzt Fans sind, werde ich auf jeden Fall versuchen, mehr zu produzieren für euch, mehr hochzuladen, wieder reinzukommen, wenn ihr ein bisschen Puffer noch habt, weil momentan fahre ich ziemlich auf Anschlag. Ich haue 2 Videos, lade ich online und am nächsten Tag habe ich dann noch ein Video auf Puffer, wie jetzt momentan, und dann muss ich wieder hochladen. Und mit Aufnehmen ist immer so Sache, jetzt auch mit Training, wo ich jetzt immer war. Ja, ich habe jetzt ja angefangen zu trainieren für den Fußball und mit der Schule jetzt auch. Und dann kam jetzt auch mein Schwert dazu, damit ich nicht hier sitzen konnte und aufnehmen konnte. Und ab und an hat man einfach am Abend, dann ist man K.O. und will einfach auch nicht mehr aufnehmen. Und ja, so kommt es dazu, damit ich dann kaum Material habe. Ist schade, ist aber leider Gottes wirklich so. Naja. Ich werde wahrscheinlich irgendwo in dem Video mal ein bisschen was einblenden von meinem Ausflug. Wie gesagt, da kommt es wieder auch noch. Und apropos Ausflug, es geht ja jetzt dann in 2 Wochen, ja, so 2,5 Wochen ungefähr, sind es noch hin bis zur Gamescom, wo ich mich jetzt auch schon richtig, richtig drauf freue, auf die Gamescom, wo ich euch auch mitnehmen will. Ich habe mir jetzt extra eine Kamera, die Kamera habe ich länger, aber mit Doppel-Akku und mit mehr Speicher auch gekauft, wo ich auch in Tirol ein bisschen rumprobiert habe, auch das Video zu Tirol. War mein erstes größtes Video und es hat echt Spaß gemacht und ich glaube, das könnte gut werden, das Video dann über die Gamescom, mal schauen. Dann habe ich jetzt sogar irgendwo einen Selfie-Stick rumliegen, mit dem werde ich dann auch losziehen auf der Gamescom, ein bisschen Material von oben runter filmen.
Und ja, und damit es auch beim Rumsitzen nicht zu langweilig wird, habe ich mir noch ein DS gekauft, 3DS. Damit ich, wenn ich allein da rumsitze, mich ein bisschen ablenken kann, weil 3 Stunden warten auf ein Spiel und 3 Stunden aufnehmen ist, glaube ich, dann ein bisschen bescheiden. Ich werde dann wahrscheinlich mal, wenn ich rumlaufe, ein bisschen was aufnehmen, mich irgendwo mal hinstellen und euch auch ein bisschen was sagen. Und zwischendurch dann einfach mal ein bisschen zocken. Vielleicht auch ein bisschen aufnehmen, mal was ich zocke. Also ist ein bisschen älteres Spiel. Mal schauen. Nee, was ich aber, apropos Gamescom, noch sagen wollte. Nachdem ich ja in Köln auf der Gamescom bin und wahrscheinlich dann auf der Gamescom allein unterwegs bin, würde ich mich freuen, wenn ich, wenn einer von euch auch ist, wenn ich einfach euch treffen könnte, würde, es könnte sich lustig werden, interessant, einfach dann, ja, einfach neue Freunde kennenlernen. Das ist ja ein bisschen übergreifend, deutschlandübergreifend, finde ich, ist eigentlich nicht schlecht, wenn man jetzt zu so einer Zeit wie momentan Freunde findet, neue Freundschaften knüpft, zeigt damit auch Freundschaften und geht, nachdem jetzt so viel passiert ist. Ich glaube, ich brauche das Thema jetzt nicht ansprechen, es war jetzt oft genug in den Nachrichten und ja, würde mich freuen, wenn ich zumindest da ein paar Leute kennenlernen würde, um ein paar Freundschaften zu schließen und vielleicht auch Freundschaften über längere Zeit oder auch Freundschaften, wo wir dann einfach zusammen spielen können. Wir sind da, glaube ich, alle ein bisschen ja, in der Zeit jetzt drin, wo Computerspiele und Internet einfach für uns momentan ein entscheidender Punkt ist im Leben, sagen wir so. Und ja, wieso soll man nicht darüber auch Freunde finden und mit denen dann auch was unternehmen, wenn es auch virtuell ist oder auch dann halt real. Naja, ja, jetzt ist das Video doch ein bisschen länger geworden. Ich werde jetzt hier beenden, weil ich muss es noch schneiden und hochladen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, mal wieder hier vor euch zu sitzen oder vor dem Bildschirm zu sitzen bei diesem Wochenrückblick. War jetzt weniger ein Wochenrückblick. Ich werde das Format auch ein bisschen ändern, weil das ist doch ein bisschen komisch jetzt alles mit dem Hintergrund auch. Mal schauen, wie es wird. Ich kann auch nichts versprechen. Ich will zwar so viel versprechen, aber ich kann auch nichts versprechen. Naja. In dem Sinne, macht es gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche. Lasst das Wochenende noch schön ausklingen. Wer Ferien hat, genießt die Ferien. Wer jetzt Urlaub hat, genießt den Urlaub. Macht das Beste daraus. Das war's von mir. Ein Gruß an euch raus aus Bayern. Und in dem Sinne nochmal, Servus, macht es gut.